Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part zu PC Bildung Simulator. Also, wir müssen 3 PCs bauen, aber ich weiß, wie wir es machen. Wir machen erst, also, T-Walker. Weil wir müssen 2 PCs parallel mit 3D Mark laufen lassen. Dann nehmen wir mal ein i7 10700K. Ach komm, bitte, was, das bauen wir in die anderen Rechner mit ein? Nein. Was? Prozessorkühler. Z94 Mainboard, diesmal mache ich nicht nochmal den gleichen Fehler. Dann nehmen wir mal 4133. Okay, gibt es nicht. Da. Gucken wir mal, wie der RAM sein wird. Von EVGA. RTX 30. Ne, wir müssen die 90 nehmen. EVGA seit 94. Dann nehmen wir auch wieder so eine rein. Ich denke, wir gehen hoch auf 1000 Watt lieber. Da. Wetlet. Wetlet. Und eine RTX 3090. Und jetzt kommen wir zu dem. Wisst ihr was? Wir verwenden da mal wieder mal 9700K. Prozessorkühler nehmen wir, haben wir da. Dann nehmen wir den RAM. Grafikkarte nehmen wir mal eine 6800. Weil wir wissen wollen, wie das so akzeptiert, wie wir denken. Und? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Ihr seht warum. Der Preis ist so hoch. Wie wär's, wenn wir das Referenzdesign nehmen? Das ist noch teurer. Dreißig wäre es. Ti. Weil die Karte, die können wir rausnehmen, dann ist das nur eine 2080. Ah, okay. Prozessor schreibt er uns nicht vor. Dann nehmen wir den 10700K. Lüfter.
ZV90 Mainboard von MSI. Ein Gigabyte RAM, MSI RTX. Dann nehmen wir eine 3080. Wisst ihr was? Wir nehmen da lieber eine AEO. Dann nehmen wir das raus und die raus. CPU bleibt. Und in dem Part machen wir Freitag und Montag. Doch, das ist das Gehäuse, was ich wollte. Ich dachte, ich hätte es doch rausgenommen. Also was machen wir? Wir upgraden die Grafikkarte. Nehmen mehr RAM rein auf 8 GB. Dann nehmen wir unsere RTX 3090. Weil wir wollen gerne, dass der PC das so 100% erreicht. So. Der bekommt auch die zwei Grafikkarten rein. Weil wir machen, ich hab vergessen, wie ich den haben wollte. So, einmal. Zweimal und da tun wir den 10.700k rein. Daran. Bei 4.266. Da tun wir auch noch die rein. Man sieht einfach, wie leer der PC gerade aufgeholt hat. Den bauen wir gleich zusammen. Und ich warte erst ab, bis wir den PC fertig haben.
Hier wäre der 9700K drin. Wollen wir die 2080, die 2080 da stehen. Zack, und 9700K. Dreiundzwanzigtausend Punkte. Wow. Also, wow. Da war uns ja für die 3080. Oh nein, ich baue das in dem Fall im PC-Gehäuse ein. Gerade. Passt auch. Hab's gerade bemerkt gehabt, dass ich da was falsch eingebaut habe. Wie gesagt haben, wir wollen gerne eine I.O. haben. Da, Netzteile. Da haben wir die Hauptplatine. Kommen wir jetzt die 30, da kommt die 3080 rein. Dann starten wir den PC. Nämlich, der PC ist einfach viel zu schnell. Weil da sag ich offen und ehrlich, dann soll der PC mir lieber so schnell sein, statt so langsam. Und jetzt können wir unseren Prozessor upgraden. So, wir fangen an mit V. Anständig. Nämlich, jetzt wisst ihr, warum ich so lange gewartet habe. Also, ich nehme als Prozessor den 10900K. Dann müssen wir auch ein Z490 Mainboard nehmen. Dann nehmen wir einfach eine Grafikkarte, wie die. Dann nehmen wir die, 850 Watt. Da.
Und noch eine angepasste Wasserkühlung für den Prozessor. Und dann nehmen wir auch irgendwas. Vor allem. Jetzt können wir da wieder zu dem. Okay, dann bauen wir auch den da ein. Wenn er den unbedingt haben will. Von Team Group nehmen wir das. Grafikkarte, willst du wirklich jetzt mal eine 800 mal nehmen? Der Preis liegt bei 2500. Passt wieder nicht. Dann können wir wieder nur 120-80 nehmen. Nee, wir müssen es. Wir müssen ehrlich als 9700K dafür nehmen. Weil ansonsten geht der Plan nicht auf. Weil Gold haben wir zum Glück da. Also, wir fangen an mit dem PC. Ja, können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Also, ich will mal was ausprobieren, um zu sehen, ob das so einfacher ist. Hier einfach ein Netzteil. Wer war das mit der Team Group? Ernst, okay. Dann nehmen wir auch die Grafikkarte, wo wir 5000 zur Verfügung maximal haben. Und vor allem, wie man sieht, haben wir viel Zeit dadurch eingespart. Eingespart nur, weil wir hingegangen sind und gesagt haben, nee, wir machen das mal anders. Da, ein PSU. Und Prozessor noch den i7-9700K. Counter-Strike. So, mindestens. Daran lag's. Okay, dem müssen wir so 100 Pro abnehmen.
Nur wenn man bedenkt, man, wenn man innerhalb des LPs ab und so auch mal, also nicht immer, aber gelegentlich auch bei minus 3000 sind minus. Und jetzt sind wir sogar im Plusbereich drin. Ich fange erstmal mit dem Netzteil an. Von Silverstone. Da. 8 GB RAM von Adata, 8 GB 3000. So, den RAM haben wir ersetzt. Das Netzteil nun auch. Passt. Ich sehe schon, die Le der RAM. Ja, aber das könnte auch wirklich hinkommen. In der Farbe Black. Also. Da. Und ich habe noch eine zweite Vermutung, noch nur mit dem Virus. Das heißt, dann gucken wir mal, ob das stimmt. Stimmt, denn wir gehen erstmal aus, dass das hinkommen kann. Weg auf den Weg. Oh, cool. Ja, sagt es ja, ein Virus. Und deshalb auch die 900 da. Wenn es uns fehlen, genau 3000. Dollar nur. Aber egal. Die probieren wir irgendwie auch noch hinzubekommen. So, dann war's das erstmal für den Part. So, dann, ciao.